Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Ja, ich stehe hier gerade vorm Turm, weil das letzte Mal konnte ich ja diese Pilze nicht aufsammeln und dann bin ich durch die ganze Stadt gelaufen und habe versucht, irgendein Buch zu finden, wo was über die Pilze drinsteht, dass ich die auch irgendwann mal aufheben kann. Aber habe nichts gefunden. Das heißt, ich kann diese Pilze jetzt irgendwie nicht aufnehmen. Aber kein Problem, ich habe nämlich das Lager der Dings gefunden. Das ist hier ganz oben. Hier ganz oben, wo Lager steht. Und dann mache ich die jetzt einfach allein platt. Sofern mir das gelingt. Jetzt, was ist jetzt? Wow! Wer ist wieder hier? So ein komisches Vieh. Das ist jetzt noch nicht so schlimm. Das packe ich noch, aber ich denke mal gleich, dieses Salamandra-Lager wird nicht ganz so einfach. Denke ich mal. Gut, dann esse ich schon mal direkt irgendwas. Hier, Schweinefleisch. So, unbekanntes Kraut. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal gucken, hier geht's nach links. Und da sind dann irgendwo die Salamandra. Ah ne, hier ist es noch gar nicht. Moment. Ah, jetzt bin ich erst da, okay. Gut, dann mache ich noch die hier platt grad. Das sollte jetzt nicht so schwer werden. Wow, drei von den Viechern waren. Aber naja, die sind mittlerweile auch nicht mehr wirklich ein großes Problem. Mache ich die mal schnell platt. Muss nur gucken, dass ich weg bin, wenn die Dinger draufgehen. Ja, genau. So, gegen den kann ich jetzt noch hier den starken Kampfstil holen. Oh shit, jetzt war ich doch drin. Na egal. Dann esse ich mal wieder hier was. Belegtes Brot mit Huhn. Noch schnell die Überreste einsammeln. Na, mach schnell. Aha, okay. Und dann esse ich immer noch Schweinefleisch. Noch eine Tour. Gut, da stehen jetzt noch ein paar Viecher. Die stehen im Weg, würde ich sagen. Aber, ah, ne, da hinten muss ich lang. Na, jetzt will das wieder mich nur angreifen. Schneller kommst du, würde ich sagen. Diese Minispinne hier. Die hat mehr Leben, als man denkt. Aber jetzt ist das Vieh so gut wie K.O. Ja, war kein großes Problem. Und da sieht man jetzt auch schon die Salamandra. Jetzt muss ich zuerst mal noch speichern. Weil ich denke mal, das ist eigentlich dafür gedacht, dass man die zu zweit platt macht. Ich und der andere Typ. Ich lese mir mal gerade noch meine Arts durch. Vielleicht kann ich da irgendwas... Schutzschild ist schon mal nicht schlecht. Ja, dann mache ich das Schutzschild hier mal. Gut, ja, das sind nicht gerade wenige. So, holt schon mal direkt die andere Waffe raus. Sonst wird das hier nie was. Verarschen, ihr Pisskopf, was ist das denn? Gut, dann fangen wir mal an, die Salamandra hier zu bearbeiten. Gut, bisher ist es relativ einfach. Ich denke mal, solange ich hier auf dem Weg bleibe, können mich nicht alle angreifen. Das ist dann ganz praktisch. So. Gut, den letzten jetzt im Gruppenkampf. Wow, was ist das für einer? Mache ich den mal im starken Kampfstil hier. Der sieht nicht so schlecht aus, aber der Anführer ist es noch nicht. Ja, ich muss den schnellen Kampfstil nehmen. Und da jetzt der Anführer. Das sieht doch ganz so aus, oder? Wow, jetzt kommen... alle. Ja, das wird eine schöne, blutige Schlacht. Ich
mache hier mal mein Schutzschild an. Wow. What the hell? Jetzt sind die meisten ja schon tot. Oh, die da hinten schießen mit Pfeilen. Aber jetzt habe ich die meisten ja schon platt gemacht, so wie ich das sehe. Oh, da sind aber noch ein paar. Ganz schön viele, um genau zu sein. Mach ich mal wieder mein Zeichen. Ihr fordert die Salamandra heraus. Dann greift doch an. So, die Hälfte von meinem Leben habe ich noch. Aber es sind auch wesentlich weniger jetzt. Ja, also bisher klappt es auch ohne die Hilfe von diesen Druiden oder was auch immer der da. Ganz gut. Boah, ist das ein... Boah, mein lieber Moschali. So, da sind... Ach, da hinten ist der Anführer. Und da sitzt noch einer, nehme ich an. Okay, zuerst mal schön die Überreste einsammeln, wenn er mich sowieso nicht angreift. Auch cool, ich nehme hier sein ganzes Lager auseinander und er checkt's nicht. Jo, dann loot ich hier mal schön. Boah, geile Waffen. Das kann ich... Oh, das ist nicht schlecht. Also auf jeden Fall besser wie die hier Waffe, nehme ich mal an, oder? Ja, ab sofort habe ich ein neues Stahlschwert, schön. Was gibt es hier noch an Überresten? Ah, der hat das gleiche Schwert sogar. Oh, das waren die alten Überreste. Hier, der hat noch einen Dolch, mit dem ich nichts anfangen kann, der auch. Gut, das sollten jetzt so ziemlich alle Überreste gewesen sein, oder? Oh ne, hier wäre noch was gewesen. Gut. Ja, gut. Dann speichere ich jetzt nochmal. Das hat besser geklappt, als ich gedacht hätte. Und einmal habe ich dann auch irgendwie so einen Power-Angriff losgelassen. Das war mit Sicherheit mein Art, also dieses Schutzschild. Gut, dann geht's jetzt noch. Stehen hinten auch noch Leute. Ah ne, das sind glaube ich so, oder? So Trainingsgedönsch. Was habe ich noch an Zeichen? Gera zeichnet eine Zone auf den Boden, die bei allen magischen Ungeheuern, die den. Magische Ungeheuer habe ich hier nicht. Ermöglicht eine begrenzte Gedankenkontrolle. Nee, auch nicht. Komm, setze ich das Atma gleich ein gegen den Typ da hinten. So. Bam. Schade, aber abgezogen hat es nichts, aber war mal ganz witzig. So, oh, Gruppenkampfstil. Ah ne, jetzt kommt der andere, dann kann ich den Gruppenkampfstil auch gerade drin lassen. Aber nur gegen hier Roland Pleinheim wäre das ziemlich unnötig gewesen. Wow, der macht ganz schön Schaden, der Kerl. Shit. Okay. Das ging schief. Gut, lade ich das Ganze nochmal neu. Zum zweiten Mal gestorben. Naja, ich hätte ehrlich gesagt jetzt gerade nicht damit gerechnet, weil nur zwei Typen waren, aber dieser Roland Pleinheim hier. Wieso lädt er jetzt nicht? Ah. Dieser Roland Pleinheim hier, der hat es ganz schön drauf gehabt. Na gut, ich hatte auch nur noch halbes Leben. Naja, vorher hier 20 Salamandra platt gemacht und der Boss killt mich dann. Auch ein bisschen komisch. Das illegale Schwert. Aha. Gut, gut. Dann muss ich das jetzt etwas anders versuchen. Komm, ich esse mal gerade noch mal was. Na, ne, musst du erst essen. Und noch irgendwas. Jetzt los. Und noch irgendwas. Was haben wir denn hier noch? Gorgofeder, wo habe ich die denn her? Waldkauz, nee, nee. Alkohol brauche ich auch nicht. Oh, habe ich nicht mehr viel? Ah, doch, hier. Das war jetzt eine Süßigkeit, aber egal. Passt schon. Gut, maskierter Krieger Roland Pleinheim. Kann ich nicht nur den Krieger mal angreifen? Doch, es hat funktioniert. Dann renne ich jetzt ein bisschen weg. Jetzt ist nämlich nur der Krieger da. Hier dieser gute Alte da.
Dann mache ich den jetzt platt und dann wird der Kampf gegen Roland Leinheim wohl etwas einfacher werden. Der ist K.O. Oh, sehr schön. Überreste. Gut, gut. Dann geht's jetzt